Zweikampf. Na ja, man wartet. Da hängt er doch, oder? Jetzt gehen wir wieder zum Kopfbild. Zurück. Wir sind ja schließlich staatlich geprüfter und vereidigter Kopfgeldjäger. Das hier ist wohl gerade auch ganz schön voll mit Schülern oder beziehungsweise mit Schulbussen. Was ist eigentlich, wenn ich den jetzt mal ein bisschen verarsche? Ich hab was gehört. Was war denn das? Und immer so ein bisschen den Spaß. Schleich dich gleich mal aus der Deckung. Gib selber auf, wenn du es nicht abkannst. Und die da hinten? Ja. Jetzt ist der weggelaufen. Eine Super 90 Marine-Version. Tja, okay, damit kann man wieder anfangen. Das Ding da drauf setzen. Ja, Shotgun sind auch echt eine gefährliche Nummer. Was hat er denn Tolles? Oh. Die haben ihn erledigt. Granate aus, Jungs!
weniger. Die Lotteriescheine aus der Tasche geklaut. Das ist echt fies. War mir auch witzig, aber fies. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas für uns gibt. Bevor wir den Ort des Geschehens verlassen. Natürlich gibt es hier was. Waffenteile. Handschuhe, Munition, sehr gut. Aber ich kann mich nicht beschweren. Da waren wir. Nach oben gehen wir mal nicht. Das dauert mir zu lang. Aber da geht's jetzt hin. Jetzt kommen wir gleich wieder an den Cleaner vorbei. Sie sind auf unserer Seite. Bin ich? Ein Glück haben wir ihn geschafft. Jetzt kommt die auch noch. Was sind die denn jetzt hier zu melden? Gebiet hier. Gut, dass sie aufgetaucht sind. Das will ich mal meinen. Schussparaderad. Ein Einsatzbericht. Den nehmen wir natürlich mit.
Eins muss man Ferro lassen. Wenn er sagt, er kümmert sich um was, kümmert er sich drum. Ich find's gut, dass er mit bei uns hier draußen ist. Ich hatte mal so einen Boss, der kam nie aus seinem scheiß Büro raus. Aber Ferro, der geht auf die Straße. Ah, und er macht sich die Hände schmutzig. Will von uns nichts, was er nicht selber tun solle. Das ist wohl wahr. Aber er kann auch ziemlich cholerisch werden. Da musst du aufpassen. Er ist schnell angepisst, wenn du die Mission in Frage stellst. Ah, kann man wohl sagen. Er ist irgendwie... Kapiert? Hast du den Witz verstanden? Alarm! Empfange ja. JTF-Funksprüche! Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung! Analyse beendet! Ladekoordinaten hoch! Helf mir den mal. Das ist nicht das erste Mal. Was hat er mir zu erzählen? Ohne sie wären wir jetzt tot. Richtig. Sie greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Die Rikers sind ein Haufen Kopfkiller. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Da kommen noch mehr! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Da kommen noch mehr! Die Sträflinge! Warnung! Die Leute laufen hier immer überall rum, aber geben keinen einzigen Schuss ab. Also, ich warte jetzt mal, bis die auch mal schießen. Das ist ja anstrengend. Steine kloppen. Das war fantastisch. Das ist erst euer Boss. Diese Rikers haben uns identifiziert. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Oh. Stimmt, das gab's ja auch noch. Sollten wir Geld von der Stadt kriegen, um die Straßen zu reparieren. Das Geld ist verschwunden. Und zwei Wochen später ist dem Bürgermeister in einem unserer Schlaglöcher die Achse gebrochen. Übrigens, eine Vorratslieferung ist auch verschwunden. Aber das Gute ist, die Jungs von O'Hurley Heath haben sie gefunden. Sie hatten bloß kein Glück dabei, sie zu bergen. Hey Mann, ob du wohl schnell mal kommen könntest? Ich hab zu tun. Was brauchst du? Ja, also dieser Typ war in meinem Schlafzimmer und hat mein Zeug gespielt. Hab ihm eine verpasst und jetzt sitzt er gefesselt in der Badewanne. Scheiße. Lance? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er kennt mein Gesicht. Er weiß, wo ich wohne. Gut, ich bin gleich da. Das ist natürlich scheiße, wenn jemand rein einbricht, den man dann verständlicherweise nicht so einfach entsorgen kann. Man das natürlich als gesetzestreuer Bürger auch nicht macht. Davon mal ganz ab. Jungs, mich stört. Komm ich hier durch? Ja, sieht gut aus. Warnung, eintreffende Gegner. Dann nehmen wir auch das Telefon mit. Du weißt, was läuft? Ich fürchte ja.
Meinst du, es ist soweit? Könnte sein. Lieber Gott, ich hatte gehofft, wir würden es nie erleben. Wie sieht es bei dir mit Vorräten aus? Reichen für 3 Monate. Der Wasserfilter ist praktisch neu. Ja, wir sind auf. Warnung, Ware wird beschossen. Ja, ganz verplant. Eintreffende Gegner. Da ist noch eins. Hören wir uns mal die Erhöhung. Die uns nichts bringt. Warnung, Ware wird beschossen. Jetzt kurz. Eintreffende Gegner. Das ist ja gemein. Na, was sagt man denn dazu? Das war sehr gute Arbeit, wirklich. Dank Ihnen wird es vielen kranken und hungrigen Menschen jetzt besser gehen. Das freut mich. Und wir sind Stufe 18. Schwere Schlagbolzenfeder. Und was gab's hier? Nur XP. Nachschubbeschaffung, Feindbasis angreifen. Gehen wir jetzt mal mit Blitzreise zurück. Und dann die anderen beiden. In der nächsten Mission. In der nächsten. Ich nehme eine Let's Play auf Mission. Hey, gibt's irgendwas, was ich brauche? Der Kerl, der den Supermarkt an der Ecke führt. Und? Was gefällt dir hier? Und das gilt für alle, mit denen ich geredet habe. Und ich rede mit jedem. Ja. Sie sind echt ein Engel. Man wird hier noch in vielen Jahren von ihnen sprechen. Und ich auch, wenn mein Herz so lange durchhält. Das kann weg. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal auf die Schnelle gucken. Was schlechter. Das machen wir jetzt so. Kram. DPS geht runter, HP geht hoch. Da müssen wir eventuell das nochmal abändern. Das kann auch weg. Das ist gut. Jetzt etwas DPS zurückholen. Plus ein Modplatz. Dann bauen wir da noch gern was ein. Was haben wir denn? Ausdauermod? Festigungsschadensminimierung? Dann nehmen wir die HP. Der kann weg. 1-1-1-1-1-3. Die brauchen wir auch nicht. Dann nehme ich lieber die Teile. So. Timo Time YouTube. Hallo. So.
Das wäre mal wieder eine kurze Episode. Situation. Ich mach's kurz. Bis zum nächsten Mal.